Redner ist von der FPÖ, Christian Hafenecker. Herr Abgeordneter Karas hätte im EU-Parlament alles, was das TTIP betrifft, im Griff, dann ist es wohl eher als gefährliche Drohung zu verstehen und würde mich nicht unbedingt beruhigen. Aber ich möchte nur ganz kurz Stellung nehmen zum Petitionsausschuss im Allgemeinen. Ich möchte mit dem Kollegen Birkelhuber anschließen. Ich bin auch der Meinung, dass wir mit dem Ausschuss auf einem guten Weg sind. Ich möchte mich auch beim Vorsitzenden Bock dafür bedanken, dass wir diese Hearings ins Leben gerufen haben. Und es ist uns damit wirklich ein großer Schritt nach vorne gelungen. Die Experten ermöglichen uns in diesen Hearings einen größeren Einblick in die Materie. Wir führen dort umfassende Diskussionen und wir haben eben auch die entsprechende Auseinandersetzung mit dem Thema. Aber wie auch der Kollege Birkelhuber schon gesagt hat, auch für uns Freiheitliche hat es doch einen Schönheitsfehler, dass diese Hearings nicht öffentlich sind, somit auch die Initiatoren dieser Bürgerinitiativen und Petitionen nicht die Möglichkeit haben, von diesen Informationen zu profitieren, wie wir es hier im Hohen Haus tun. Also man schließt eigentlich die Initiatoren aus. Ich glaube, das ist ein falsches Signal, das wir hier aussenden. Ja, und genau dieses TTIP-Abkommen ist ja auch das Beispiel dafür, warum es wichtig wäre, diese Hearings öffentlich zu machen. Wir wissen, dass hier ein riesengroßes öffentliches Interesse da ist. Wir kennen das große, ungebrochene Interesse der Medien. Und ich glaube, wir sollten wirklich uns im Herbst zusammensetzen, im Rahmen einer Geschäftsordnungsdiskussion vielleicht überlegen, ob wir hier Mittel und Wege ermöglichen können, dass wir diese Hearings öffentlich machen. Also mein Appell, setzen wir bitte diesen guten Weg fort. In diesem Sinne würden wir den Ausschuss und das Hohe Haus noch mehr für die Öffentlichkeit, für die Bevölkerung, für unsere Bürger öffnen. Das wäre ein gutes Signal. Dankeschön. Christian Hafenecker von der FPÖ lobt die Hearings mit Experten, aber die Hearings sollten öffentlich sein, fordert er. Martina Schenk.